herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich dachte, ich bleibe einfach so. Ich wollte eigentlich meine Haare machen und mich umziehen, aber in der Realität sieht das Ganze auch so aus, wenn ich mich fertig mache. Und deswegen dachte ich, ihr werdet das auf jeden Fall ertragen, beziehungsweise ist doch cool zu wissen, dass wir doch am Ende alle gleich sind. Ich habe euch auf jeden Fall auf Instagram gefragt, was ihr hören wollt, worüber ich sprechen soll. Und da letztens eine Freundin von mir gesagt hat, oh Mama, wieder ein Style & Talk, dachte ich mir so, ja, wieso nicht? Investments. Ich merke, du legst viel Wert auf Qualität. Worin investierst du am meisten? Ja, ich lege wirklich tatsächlich viel Wert darauf, dass es qualitativ hochwertig ist. Das bedeutet nicht immer, dass es das teuerste ist oder dass ihr da am allertiefsten ins Portemonnaie greifen müsst oder sowas. Das bedeutet einfach nur, dass die Qualität so ist, dass sie mich am Ende nicht blamiert. Ich weiß gar nicht, worauf genau bezogen du das meinst, aber wenn wir zum Beispiel von Möbeln ausgehen, ich habe da eigentlich so einen richtigen Mix. Ich würde nicht sagen, dass ich da das Teuerste vom Teuersten nehme. Ich war zum Beispiel bei dieser Wohnung, weil die Wand ist ja wirklich 4 Meter lang, wo die Couch hin sollte. Und es war sehr, sehr schwer für mich, eine Couch zu finden. Die ist übrigens schon verkauft an eine Followerin. Und die wollten tatsächlich für diese, also für so eine lange Couch in allen Möbelhäusern richtig viel Geld, so 4.000, 5.000 Euro. Und ehrlich gesagt war ich nicht bereit, das zu bezahlen. Also ich war ja zum Beispiel jetzt auch in den letzten 2 Jahren wirklich fast nie zu Hause. Die Couch, die ich jetzt habe, die ist auch fast unberührt. Ich achte schon darauf, dass ich schon auch Geld für Qualität ausgebe, ne? Also auch wenn es eine High-End-Brand ist und man weiß, man zahlt auch super viel Prozent nur an den Namen. Aber du weißt, dass es hält. Guck mal, zum Beispiel meine Tasche, ne? Meine Chanel 255. Die habe ich vintage gekauft in New York. Die ist aus den 90er Jahren, also die hat mein Baujahr 1991. Und welche Tasche soll bitte fast 30 Jahre so halten? Man zahlt schon, würde ich sagen, auch für die Qualität. Und ich achte darauf, dass einfach die Dinge, die zum Beispiel super lang bei mir bleiben sollen, auch mehr kosten dürfen. Ich glaube, falls ihr großes Geld irgendwie investieren wollt in irgendwas, müsst ihr einfach nur wissen, ob es euch wert ist und ob ihr viele, viele Jahre damit einfach Spaß haben werdet. Ich habe zum Beispiel ja nur ein paar Klamotten, die sehr teuer sind, aber der Rest ist etwas, was ich schnell immer wieder verschenke und dann neu kaufe oder so Sachen, die im Trend sind oder so, dass ich die einfach nicht zu teuer kaufe, ne? Eifersucht. Wahrscheinlich einer der liebsten Themen von Frauen und Männern. Ich war nie ein super, super brutal eifersüchtiger Mensch. Also ich bin keine, die ausflippt, wenn der Partner angeguckt wird oder er feiern geht oder keine Ahnung, irgendwas halt, ne? Klar, wenn jetzt mein Mann neben mir irgendwie andere Frauen angaffen würde, richtig penetrant oder so, dann würde ich auch sagen, so geht's oder hast du vergessen, dass ich neben dir bin oder was? Aber sind halt, wir sind alle Menschen, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass wir alle blind durch die Gegend laufen. Und ich gebe da, also ehrlich gesagt, auch nicht wirklich viel drauf, weil ich finde, das macht einen noch interessanter. Ich glaube, so eine gesunde Eifersucht ist drin, aber wie gesagt, ich bin keine, die sich jetzt irgendwie, oh, du hast die angeguckt oder der hat dich angeguckt oder warum folgst du der oder warum, so bin ich halt null. Ich habe aber auch schon von super eifersüchtigen Frauen gehört, wirklich, also und Männern auch. Ich weiß nicht, Männer sagen ja immer, dass das nicht Eifersucht ist, sondern dass sie einfach nur strenger sind. Und ich finde, das ist halt, das ist gelogen, Digga. Wenn du deine Frau nicht feiern lässt, dann bist du eifersüchtig. Fertig. Also ich würde sagen, ich bin so mittelmäßig. Ich bin gesund, würde ich sagen, eifersüchtig, aber nicht. Also ich übertreibe nie meine Rolle oder so, weil ich weiß ja, dass ich nicht eifersüchtig sein brauche, weil am Ende des Tages vertraue ich ihm und er vertraut mir zurück und ja. Wann kaufst du Möbel? Uff, ich bin schon die ganze Zeit dabei, um ehrlich zu sein. Immer wieder, aber ich suche gerade noch einen Tisch. Ich habe einen unglaublich schönen Tisch gefunden. Wäre er eckig, oh, ich würde bis, keine Ahnung, wohin dafür fahren. Aber er ist leider oval und das passt nicht so richtig in den Raum. Der Raum, das Wohnzimmer habt ihr ja wahrscheinlich gesehen. Ich habe übrigens eine Playlist erstellt, da könnt ihr die ganzen Sachen zum Haus sehen. Also wirklich vom ersten Vlog, also diese Empty Room Tour bis jetzt und bis auch, bis keine Ahnung, wie lange das noch alles gehen soll. Also ich wollte auf jeden Fall nicht Möbel kaufen und dann das Gefühl haben, ich müsste sie sofort wieder umtauschen, weil sie nicht passen. Und das Ding ist, dass das Wohnzimmer ist ja nicht eckig geschnitten, sondern es hat ja hinten noch so eine Einkerbung. Und deswegen will ich schon, dass der Tisch gerade ist, damit ich nicht zu viele so verschiedene Formen in einem Raum habe.
Deswegen, also ich habe schon ein Sofa gekauft und ein Bett auch. Das hatte ich ja auch erzählt, dass ich ein Bett gekauft habe. Eins von Schlaraffia habe ich genommen. Habe ich bei Otto gekauft, weil die Lieferzeit da am kürzesten war. Nächste Woche kommt auch der Internetanschluss schon, weil ich mir dachte, so lieber habe ich schon früher Internet, als dass es am Ende irgendwie eine Störung gibt oder irgendwas nicht funktioniert. Ansonsten habe ich tatsächlich noch gar nichts. Also ich habe nur eine Couch gekauft und halt sanitäre Anlagen haben wir geholt, hier Toiletten und so. Ich habe ja auch schon die Möbel für den Kinoraum. Ich habe ja den Esstisch, den ich oben noch habe, den hätte ich super gerne in dem Spiele versus Kinoraum stehen. Aber solange wir halt noch keinen Esstisch haben, kann ich einfach ohne Esstisch sein, ne? Das ist ein bisschen komisch. Ich finde so Bett und Esstisch, ja, ich bin jetzt nicht so, wie ihr seht, nicht so ultra voreilig und ungeduldig, sondern ich lasse mir wirklich Zeit mit der Einrichtung. Aber so ein Esstisch sollte schon da stehen. Die Küche kommt! Die Küche kommt auch ein paar Tage, nachdem wir einziehen. Es ist sehr spannend. Ich habe gestern Abend, ich bin ja die ganze Zeit am Vloggen, und gestern Abend im Vlog habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Einfach weil es wirklich im Moment sehr anstrengend ist, weil das Haus, diese Umbauten und so, das kennen Leute bestimmt, die renovieren oder gebaut haben oder irgendwie auch zu Hause irgendwas umgebaut haben. Dann fehlt irgendwas. Der ganze Prozess verschiebt sich weiter nach hinten. Jetzt sollte am Montag eigentlich die Couch kommen, aber der Boden unten wird komplett neu gemacht, weil sich Fliegen und so festgesetzt haben, was kein Mensch versteht, weil in allen anderen Etagen ist er makellos. Ich mache euch übrigens ein gesondertes, wirklich ein einzelnes Video darüber, weil ich noch nie in meinem Leben so viele Fragen zu einem Boden bekommen habe. Was mir auch noch fehlt, ist ein Kamin. Wir haben ja einen Dachdecker geholt, der uns wirklich sagt, was wir halt alles machen müssen, damit der später auch abgenommen wird. Und uns haben auch Treppen auf dem Dach gefehlt. Treppen, damit der Schornsteinfeger zum Schornstein gehen kann. Das haben wir vor ein paar Wochen machen lassen. Und jetzt fehlt halt nur noch der Kamin selbst. Sorry Leute, falls ihr so Störungen im Ton hattet, dann ist es, weil ich den Flugmodus nicht angemacht habe. Tut mir leid. Tipps gegen schlechte Laune. So, ich glaube, ein Leben ist oft ein Kampf mit sich selbst. Ich glaube, ganz oft ist man so vielleicht schlecht gelaunt, aber kein Mensch kann was dafür, aber alle kriegen es ab und so. Und ich glaube, das hat sehr, sehr viel mit Selbstdisziplin auch zu tun. Ich hatte auch oder habe auch und hatte auch solche Phasen und im letzten Jahr war ich viel schlimmer. Leute, ich habe das Gefühl gehabt, danach, nachdem ich immer so Attacken gekriegt habe, dass ich mich bei meinem Umfeld noch nicht mal entschuldigen kann, weil ich so Asi teilweise war und so schlecht gelaunt. Und ich habe einfach dann aufgehört damit, weil ich wollte die Menschen, die in meiner Nähe sind und dass sie sich nicht die ganze Zeit unwohl fühlen in meiner Nähe. Ich muss die Heizung ausmachen. Aber schon alleine die minimalen Hormonumschwankungen haben mich komplett aus der Reihe gebracht. Und ich habe mich super viel informiert über Tabletten und irgendwelche homöopathischen Sachen und ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, ich glaube, wir schaffen das von allein. Wir sind auf jeden Fall stark genug, das allein zu schaffen. Und wenn du das Gefühl hast, dass du gleich ausflippst und schlechte Laune hast, dann nimm dir ein paar Minuten für dich und sag zu dir selbst, dass das absolut niemandem wehtun wird, außer dir selbst, weil Stress ist das Schlimmste für deinen Körper. Und das Leben lässt sich viel, viel schöner leben, ist viel lebenswerter einfach, wenn man sich diese Disziplin angeeignet hat. Und halt nicht mehr, also klar, jeder hat mal schlechte Laune. Das heißt auch nicht, dass ihr nie wieder schlechte Laune haben dürft oder so. Aber ich kenne das, wenn sich das zu lang zieht. Also wenn man zu lang einfach nicht man selbst ist. Wie gesagt, im letzten Jahr hatte ich das auch. Und das Schlimmste war, dass ich ja hier meinen Job weitergemacht habe. Und manchmal zog sich das über ein paar Tage. Zu Maya gesagt, ich kann nicht mehr in die Kamera einfach gucken und so tun, als würde es mir gut gehen, obwohl es mir nicht gut geht. Wir haben dann ganz oft so einfach darüber geredet und ich habe ganz oft einfach mit mir selbst darüber geredet. Also ich habe selbst darüber nachgedacht und gedacht so, was ist es, was dir so schlechte Laune macht und ist es das überhaupt wert? Ist es nämlich nicht. Glaub mir, ist es nicht. Partner und seine Eltern, wie man damit klarkommt. Ich habe in meinem letzten Video ganz, ganz viel über Schwiegereltern, Partner und mein Verhalten denen gegenüber geredet. Ich verlinke dir das gerne in die Infobox, weil dann langweile ich die Leute nicht immer mit demselben Content. Oh, Self-Love und dass man sich keinen Stress machen soll, wenn man den richtigen nicht gefunden hat. Eine Sache kurz zu Self-Love. Es gab eine Zeit, da hat jeder Einzelne über Selbstliebe gepostet, außer mir. Also allen, denen ich gefolgt bin, die haben alle die ganze Zeit von Selbstliebe geredet. Und ich habe nichts dazu gesagt, weil ich das Gefühl hatte, es war ein Trend. Oh, meine Nase ist noch unverblendet. Aber ihr wisst, ich folge niemals dem Trend. Ich bin irgendwie immer so, dass ich viel später darüber rede oder so. Ich finde, es ist auch sehr, sehr schwierig.
schwer, Menschen andauernd zu sagen, dass sie sich selbst lieben sollen, weil die Realität ist halt einfach eine andere. Also man kann nicht den ganzen Tag sich selbst lieben. Man sollte sich selbst lieben und man sollte auf sich Acht geben. Und deswegen hier mein kurzes Statement dazu. Jeder hat schwierige Phasen. Keiner, auch nicht mal eine Beyoncé, glaub mir das, nicht mal eine Beyoncé, kann sich die ganze Zeit selbst lieben und sich selbst schätzen und sich selbst toll finden und sowas. Und ich glaube, dass das einfach ein dauernder Prozess ist, dass man immer wieder sagen muss, okay, mir geht es heute schlecht, dann ist es halt so. Ich muss mich nicht zwingen, dass es mir gut geht, aber es darf nicht überhand nehmen. Ne? Also es darf nicht einfach der Großteil eures Lebens sein oder der Hauptteil eures Lebens. Das ist halt eine Arbeit einfach die ganze Zeit mit sich. Ne? So, es tut mir auch total leid, dass ich da nicht so viel anderes sagen kann. Aber ich glaube, dass wenn wir ehrlich sind miteinander, dass das mehr bringt, als dass ich euch den ganzen Tag nur voll laber und euch sage, wie toll ihr euch finden sollt. Ich habe auch Tage, da gucke ich in den Spiegel und denke mir so, heute magst du dich sehr gerne. Und dann gibt es Tage, da gucke ich in den Spiegel und denke mir so, egal was du heute machen wirst, du wirst dich selbst kacke finden. Und es gibt halt die und die Tage. Und das Ding ist, es ist nicht die Aufgabe in deinem Leben, dass du dich zwingen musst, 24 Stunden perfekt zu sein, sondern es ist die Aufgabe in deinem Leben, dass du dich so akzeptierst, wie du halt im Moment bist. Und dass du definitiv nicht diese schlechten Sachen natürlich auch in deinem Leben überwiegen lässt. Das lasse ich natürlich auch nicht zu. Man kann halt nicht so tun, als wäre den ganzen Tag alles, oder als wäre die ganze Zeit immer alles tutti paletti und es passiert immer nichts. Und ich bin so ein bisschen Kritiker bei sowas. Zum Beispiel, wenn es mir nicht gut geht, wisst ihr, was ich mache? Ich nehme ein Buch und lese es. Voll viele haben mir übrigens auch geschrieben, weil ich jetzt auf Instagram die ganze Zeit zeige, dass ich lese, dass sie auch angefangen haben, wieder zu lesen, anstatt Netflix-Serien vor dem Schlafengehen zu gucken. Und das macht was mit euch. Leute, glaubt mir oder glaubt mir nicht. Aber das macht was mit euch. Das macht was mit eurem Schlaf, das macht was mit eurer Laune, das macht was mit eurer Psyche. Deswegen tut so viel wie möglich dafür, dass es euch gut geht. Aber wenn es dann halt mal nicht so ist, dann ist es auch so. Dann ist es auch völlig okay. Oh, ich wollte eigentlich einen Smoky Liner, aber ich werde es nicht tun. Diesen Eyeliner, Leute, das ist so eine Hassliebe, das ist von Chanel. Der Eyeliner, der Farbe 10. Der ist gut, aber irgendwie auch super kompliziert. Aber damit kann man so geile, dünne Linien malen. Mache ich jetzt kurz, weil ich kann eh nicht reden währenddessen. Über Hautpflege und Pickelmale. Pickelmale kann ich tatsächlich empfehlen, von mir aus ein Microneedling zu machen. Also, falls ich euch Produkte nicht in die Kamera halte, dann ist es, weil es meine eigenen sind. Also, wundert euch nicht. Aber, also, solche Sachen wie Pickelmale und so. Ich würde da nicht, euch nicht raten, selber irgendwie was zu machen. Kennt ihr diese Porensauger und so für zu Hause? Leute, das ist eine Katastrophe. Ich hatte blaue Flecken und so richtige Blessuren und so teilweise auf meiner Haut, dass das Wochen später, dass man das immer noch gesehen hat. Und das war nicht schön. Also ich wünsche mir, dass das keiner von euch macht. Auch dieses Needling zu Hause. Meine Mama macht das, ne? Und ich sage ihr immer, Mama, mach das nicht. Du kannst davon Narben kriegen, die viel schlimmer sind als das, was du da wegkriegen willst. Also ich bin wirklich ein Fan davon, solche Behandlungen an Kosmetika abzugeben. Ich gehe zu meiner Julia super gerne, die Individualist auf der Schildergasse in Köln. Ich gehe auch sehr gerne zu Villa Boutet, wenn ich ein bisschen mehr Wellness-Feeling dabei haben möchte, weil Julia ist wirklich knallhart. Die macht aber dein Gesicht so schön. Ich bin auch schon, war mal im Douglas und dann sagt eine von den Mitarbeiterinnen, die meine Videos guckt. Also, ich will ja nicht sagen, deine Haut war hässlich vorher, aber die ist jetzt wirklich richtig schön. Und ich so, das ist aber ein Kompliment, oder? Ich habe ihr dann gesagt, dass ich da hingehe und Microneedling mache. Mir hat das sehr geholfen. Ich habe immer noch, das sieht aus wie größere Poren hier, aber das ist halt von den Windpocken, die Narben. Und ich glaube, wir fangen im Herbst wieder an mit dem Needling. Soll man nicht so brutal im Sommer machen. Hätten das gerne im Frühjahr gemacht, aber es ging ja nicht. Danke, Corona. Wie du dein Gewicht hältst, also Ernährung etc. Ich weiß nicht, ob ihr meine Geschichte kennt zu meinem Gewicht. Ich war ja super, super dünn bei 46 Kilo. Und dann habe ich angefangen, mehr zu essen, immer mehr zu essen und habe dann so zugenommen, dass ich dann bei 69 Kilo lag. Und dann habe ich wieder 18 Kilo abgenommen. Also ich hatte schon ein bisschen Erfahrung mit Abnehmen, Sport machen, Ernährung und so weiter. Sport ist für mich ein ganz großer Bestandteil meines Lebens. Ich habe schon immer Sport gemacht,
Hab dann irgendwann in meinem Leben irgendwie so einen Break gehabt und habe dann fast 2 Jahre keinen Sport mehr gemacht. Das habe ich auch gemerkt. Also das war, ich habe dann nicht wirklich zugenommen oder so, aber meine Ausdauer, meine Haut, alles war anders, weil ich habe dann trotzdem auf meine Ernährung geachtet. Und ich bin ein ganz großer Teamplayer. Also für mich sind Teamsportarten oder Sportarten einfach mit anderen Personen, auch wenn es nicht ein riesengroßes Team ist, viel schöner und ich mache das viel eher, als dass ich irgendwie ins Fitnessstudio gehe und an die Geräte gehe oder so. Ich besuche super gerne zum Beispiel auch bei Just Fit die ganzen Kurse. Da kann man einfach in den Kursplan reingucken und gucken, okay, ich bin super gerne zum Beispiel zum Pilates gegangen. Oh mein Gott, mir ist so heiß. Zum Pilates gegangen oder zum TRX-Kurs gegangen oder so. Und ich finde, in der Gruppe hat man einfach mehr Motivation und mehr Ausdauer. Und wenn es vor allem immer dieselbe Gruppe ist, wie es damals bei mir beim Zumba war, dann war das so, dass die Leute auch dann gedacht haben, hä, wo ist die? Das ist wie so ein Teamspiel dann. Ich mache halt 2-mal in der Woche mindestens Sport. Also mindestens, wenn nicht, dann auch 3-mal. Und ich achte auf so Kleinigkeiten. Ich finde so Kleinigkeiten wie mal eben ein bisschen Schokolade, mal eben eine Cola, mal eben, das ist super viel Kalorien. Und dadurch, dass ich damals so super viel abgenommen habe, weiß ich auch bis heute noch ungefähr, in welchen Lebensmitteln wie viel Kilokalorien sind und wie viel ich zu mir nehmen darf und versuche, ein Defizit bzw. einen Ausgleich zu schaffen. Also ich bin jetzt nicht so, dass ich irgendwas wiege oder irgendwie so super streng irgendwie nachgucke, aber ich frage mich schon, ob der Kinderriegel jetzt seine halbe Stunde Laufband wert ist oder seine 20 Minuten oder ob der Babybell seine 12 Minuten Laufband wert ist oder so, ne? Weil wenn ich so super mega Bock drauf habe, dann esse ich es, aber wenn es so ein Heißhunger ist und ich mich einfach nur auf den Kühlschrank stürze, um alles zu essen, was ich gerade finde, dann esse ich halt so Schrott. Also ich versuche das auch so einzuhalten, dass ich esse direkt, wenn ich Hunger habe, eine gute Portion essen und mich dann auch bewege und an Tagen, an denen ich mich nicht so viel bewege, dass ich dann auch nicht so viele Kilokalorien zu mir nehme. Wenn ich Bock habe, was zu snacken, dann ist es meistens dann eine Kleinigkeit, dann trinke ich ein großes Glas Wasser. Also ich versuche mich diszipliniert irgendwie da reinzuhängen, weil als ich 20 bzw. 18 Kilo abgenommen habe, habe ich 18 Kilo in meine Hände genommen, in Form von Wasserflaschen. Also hier oben hatte ich welche, unten hatte ich welche. Ich glaube, im Rucksack hatte ich noch Kilos. Und ich habe mir gedacht, so viel mehr hast du gewogen und so viel mehr mussten deine Gelenke ertragen. Also es ging mir nicht um, ich trage jetzt 42 oder so. Es ging mir einfach nur darum, zu wissen, wie viel mehr ich geschleppt habe. Wie gesagt, ich verurteile keinen für ein paar Kilo zu viel. Was heißt überhaupt Kilo zu viel? Du musst für dich selbst einfach damit glücklich sein. Also ich halte mit Disziplin tatsächlich. Ich habe auch Tage oder Wochen, bevor ich meine Periode zum Beispiel bekomme, da kann ich mich null zusammenreißen. Leute, da bin ich wie eine Fressmaschine und da nehme ich auch zu und dann versuche ich halt danach wieder so ein bisschen darauf zu achten. Also ich würde niemals euch irgendwelche Pillen oder Shakes oder sowas empfehlen. Ich habe das selber nicht gemacht und ich weiß, dass es einen Jojo-Effekt gibt, weil sobald du aufhörst, einen Shake zu trinken, eine normale Mahlzeit zu dir zu nehmen, was auch normal ist, ja, also Shakes sind nicht normal. Das ist für mich nur ein Snack. Wenn ich einen Shake trinke, dann ist das für mich ein Zwischendurch-Snack zwischen meinem Frühstück und Mittagessen oder zwischen meinem Mittag und Abendessen. Sonst ist für mich das auf gar keinen Fall ein Mahlzeitersatz. Ich weiß, dass man, sobald man die dann durch eine Mahlzeit ersetzt, nämlich, dass man dann wieder, hi, Funde, hi, vielen Dank dafür, dass ich 10 Wochen Diät gemacht habe und ihr schneller wieder da seid, als man gucken kann. Deswegen, don't do that, Leute. Also wirklich, seid euch selbst wichtig genug, dass ihr euren Körper nicht so wehtut. Die einzigen Diäten, die ich für gut heiße, ist es, um den Körper zu detoxen, also eine Darmreinigung zu machen oder sowas, ne? Dann hat das einen Sinn und eigentlich sollte man ja auch seinen Darm 2-mal im Jahr restaurieren. Hat damals mein Heilpraktiker mal zu mir gesagt, und eine Darmkur machen, einfach weil der Darm 80% des Immunsystems sogar regelt und einen großen Bestandteil der Gesundheit regelt. Ja, sollte ich auch vielleicht mal selber machen. Lieber gesund ernähren, immer wieder Sport machen, auch wenn ihr nicht zum Personal Training gehen wollt, dann geht halt laufen oder dann geht halt Fahrrad fahren oder macht zu Hause. Es gibt so viele Workouts. Während Corona habt ihr mich auf Instagram jeden zweiten Tag Sport machen sehen, manchmal sogar jeden Tag. Schminkst du dich selbst auf deiner Hochzeit? Die Frage aller Fragen, die ich selbst nicht mal beantworten kann. Ich habe ja gesagt, weil ich tatsächlich kaum jemandem traue, mich zu schminken oder zu stylen. Ich habe schon so oft mich schminken oder stylen lassen und dachte mir so, das bin ich nicht. Das bin ich einfach nicht.
Und ich habe einfach Angst, auf meine Hochzeit das Gleiche zu denken. Aber ich habe das jetzt, also meine Wedding-Plannerin, ich zeige die euch irgendwann mal auf Instagram, sie ist der beste Mensch. Sie ist einfach so cool und so locker und lässig und perfektionistisch. Sie hat zu mir gesagt, Tara, mach das nicht. Dann machen wir das so, dass wir dich früher schminken und damit du immer noch Zeit hast, dich umzuschminken oder abzuschminken und neu zu schminken. Aber wir machen das nicht, dass du dich da selber schminkst und selber stylst, weil glaub mir, du wirst zu nervös dafür sein. Und nicht so, du bist der Boss. Okay. Wie man Vergleiche zu anderen reduzieren kann, würde ich auch gerne noch einmal kurz was dazu sagen, bevor ich das Video stoppe. Ich habe mich auch sehr oft verglichen mit anderen Menschen und immer wieder gedacht, warum hat die das und ich nicht? Warum arbeitet sie mit dem Kunden und ich nicht? Und zum Beispiel in der Instagram-Welt bin ich einfach den Menschen dann entfolgt, die ich nicht mehr sehen möchte. Oder mit denen ich mich verglichen habe oder mit denen ich selbst oft verglichen wurde. Weil meistens liegt das nicht mal in meiner Hand, sondern es lag ganz oft in eurer Hand. Und ihr habt gesagt, die hat aber das gesagt und du sagst aber das. Die hat aber das gedreht und du drehst jetzt dasselbe. Und ich denke mir so, wow, auch sie hat das Rad nicht neu erfunden, aber okay. Und ich finde, man muss den Menschen, mit denen man sich vergleicht, eine Weile aus dem Weg gehen, um sich das selbst nicht mehr anzutun. Und wenn man dann davon überzeugt ist, was auch absolut richtig ist, dass man sich mit niemandem auf dieser Erde vergleichen sollte, weil man ein Individuum ist, dann ist man bereit, wieder mit den Menschen praktisch Kontakt zu haben. Ob ihr denen jetzt folgt oder schreibt oder euch mit denen trifft, ist wieder eine andere Sache. So, ich hoffe, das Style & Talk hat euch gefallen und ich konnte euch ein bisschen irgendwie helfen bei euren Fragen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns Mittwoch zu einem neuen Video wieder. Bis dann. Tschüssi.